Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich mal diesen Anzug an, den hatte ich ja mal von Lidl gekauft, diesen Hausanzug. Und da muss ich mal jetzt eine Jacke drüber ziehen. Heute ist Donnerstag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Die Kinder laufen gerade vorbei und Miley guckt ganz interessiert im Bett. Hier guckt sie die Kinder an, ne? Ja. Guckt sie die Kinder an. Ja. Wie immer, was mache ich jetzt? Kaffee. Genau. Mein Mann ist auch schon wach. Es ist, weiß ich nicht, 7:30 oder so. 7:45 ungefähr. Und ja. Den Anzug mochte ich früher nicht so gerne, weil der auch sehr eng ist. Ne? Hier sehr eng, trotz Gummiband. Und ja, der hat auch noch ein Band dran, falls das falls es zu locker ist. Aber ich glaube, wir haben 40 gekauft damals. Ich weiß nicht genau, ich glaube 40 ist das, aber trotzdem am Bauch ganz schön eng. Oh, aber es geht jetzt gerade um die Hose von gestern, das ist ja gar kein Vergleich. Oh Gott, war die eng. Na gut, aber jetzt, wie gesagt, starte ich in den Tag und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Gestern Abend hatte ich noch ziemlich unangenehme Bauchschmerzen, als ich ins Bett gegangen bin. Das kündigte sich ja schon an den ganzen Nachmittag, aber ja, das war relativ unangenehm. Also hat mich auch gehindert dran. Einzuschlafen. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Aber nach 1,5 Stunden, 2 Stunden, aber es auch nichts Besonderes, weil ich eh immer nicht so schnell einschlafen kann. Und dann ging das aber weg irgendwann in der Nacht. Dann habe ich relativ gut geschlafen, habe meinen Mann auch nicht schnarchen hören. Also das ist ein gutes Zeichen. Heute Morgen habe ich ihn gehört und dann war es aber nicht so schlimm, bin ich wieder eingeschlafen. Mit dem Tinnitus hat auch gut geklappt. Also ich habe keinen Bummern gehört gestern Abend tatsächlich. Und wenn sich so ein bisschen was ankündigte, dann habe ich wieder ganz locker gelassen den Kiefer, wie ich das ja sonst auch mache. Und heute, glaube ich, habe noch so ein bisschen Magen, also so ein bisschen tut es mir weh. Aber das muss nicht unbedingt der Magen sein, das kann auch mein Bauchdeckenbruch sein. Ihr wisst, ich hatte den operieren lassen und seitdem habe ich eigentlich immer mal in der Region Schmerzen. Deswegen kann man das immer nicht so gut ausmachen. Was ist das, Magen oder der Bruch? Ja, er ist zwar paniert, aber er macht mir trotzdem Schmerzen. Leider. Na gut, jetzt starten wir mal auf Knopf Kaffee. Wieder eine Jacke anziehen, ist zu kalt so. Heizung habe ich aber angemacht gestern Abend. Gestern Abend habe ich sie ja ausgemacht oder gestern Nachmittag schon. Jetzt habe ich sie wieder angemacht und es geht aber. Es ist nicht so kalt, es ist eher mild wieder. Aber kalt, ne? So ist ja nicht. So, der Mannequin ist aufgestanden und ich mache Frühstück. Ich habe Bauchschmerzen wieder, ja. Uff, das ist echt nervig. Klar, der Kaffee hat natürlich mitgeholfen jetzt, aber ich hatte auch den Kaffee extra nicht auf nüchternen Magen. Ich habe hier so ein halbes Brötchen vorher gegessen. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Naja, das hilft jetzt aber nichts. Jetzt machen wir Tee. Und dann werde ich... nachher noch einige Videos abdrehen, hoffe ich, dass ich das hinbekomme, weil ja, ich habe noch einige Video Sachen im Kopf, die ich gerne noch runterdrehen möchte, damit sie fertig sind. Und dann muss ich heute noch Telefonate erledigen und nee, die Papiersachen habe ich in Auftrag gegeben, die laufen. Da kann ich noch nichts machen. Anrufen muss ich aber. Genau, das machen wir nachher. Ich sehe es auch fast alle, den muss mein Mann unbedingt kaufen.
Genau, und dann habe ich für euch noch ein türkisches Rezept, wieder ein türkisches Beauty-Rezept. Das möchte ich gerne noch machen heute, aber ich muss erst mal gucken, ob mein Mann überhaupt fährt oder ob er heute die Fenster in Angriff nimmt. Der ist richtig spät gekommen gestern, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe ihn nicht mehr gesprochen, müssen wir gleich noch nichts. Und ja, da müssen wir noch ein paar andere Dinge besprechen. Schauen wir mal. Naja, ich mache jetzt mal hier weiter. Während wir den Frühstückstisch decken und ein bisschen versuchen zu essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Aber ja, ein bisschen muss sein. Und meine Vitamine nehme ich mal jetzt. Ich finde das richtig unpraktisch mit diesen Fläschchen, wirklich. Also das kann man ja nicht anders sagen. Ne? Die Dinger, die gehen andauernd ab. Diese Knubbeldinger da. Und da das eine ja kaputt ist, dieses Glas, die Glaspipette, muss ich immer wechseln von den verschiedenen Sachen. Das ist auch mega ärgerlich. Also, ich werde auf jeden Fall Tabletten kaufen, wenn die Sachen alle sind, aber ich glaube, das dauert noch. Also, da ist noch eine ganze Menge drin. Hallo, mein Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wir haben gegessen. Ich habe ein bisschen Eier gebraten, aber ich habe eigentlich gar nicht gegessen, weil wir haben die ganze Zeit unsere Dinge besprochen. Mein Mann hat vor lauter Sprechen auch nicht richtig gegessen. Eigentlich hat die Hälfte davon auch Maggie gegessen. Habe ich natürlich vorher abgespült, weil Jan Salz dran war. Jetzt will sie den Rest auch noch haben. Deswegen steht Madame da. Ich habe fast gar nicht gegessen. Das heißt, ich mache das gleich noch. Ich hatte so viele Sachen jetzt mit ihm zu klären. Und die Hälfte davon ist auch nicht so gelaufen, wie ich mir das hatte vorgestellt. Also das ist schon echt alles doof. Naja, mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Mein Mann hat auch nicht gegessen. Boah, schreckt. Er hat auch nur denken. Naja, egal. Jetzt, mache ich meine Arbeit hier weiter, wird jetzt hier alles aufräumen und Miley hofft auf ein Stück Ei. Nein, kriegt nichts mehr. Die werde ich essen. Nachher. Und ein bisschen kriegt sie natürlich, wasche hier noch ein bisschen ab. Und ja, dann schaue ich mal. Also, ich muss gleich noch mal telefonieren, hatte ich ja auch erzählt. Und ja. Viele Dinge, die halt erledigt werden müssen und nicht erledigt werden. Weil ich sie nicht erledigen kann. Oh, Leute. Ja, ich habe aber auch nicht Hunger, wirklich, ne? Ich wasche erstmal ab und dann gucke ich mal. Meine Futter ist alle ratzefatze leer. Das heißt, ich muss auch noch mal ihr Futter kochen heute. Ich überlege, ob ich zwei Pakete Hähnchen kaufe und dann ein bisschen mehr koche, weil das ist ja sonst auch Stromverschwendung immer, wenn ich alle 10 Tage Essen kochen muss für sie. Mal gucken. Schau ich mal, dafür muss ich aber wie gesagt zu Penny, weil Edeka das immer so komisch aufbewahrt, das Fleisch. Deswegen, ja. Das packe ich mir erstmal ins Eis, dass es nicht alt wird. So. Mein Lieben, so hoch sieht es aus.
Ich habe, mein Mann fährt jetzt wieder nach Hamburg oder erstmal zu meinem Sohn wahrscheinlich. Nicht nach Hamburg, zu meinem Sohn und von da aus dann wahrscheinlich irgendwie heute Nacht oder so nach Hamburg. Vielleicht erledigt er die Sachen auch telefonisch, weiß ich nicht genau. Schauen wir mal. Ich wasche jetzt ab, dann habe ich vor, zumindest zwei Videos zu drehen. Einmal nochmal ein Beauty-Video für die türkischen Beauty-Geheimnisse und dann außerdem noch ein Quatsch-Video. Ja, und im Anschluss daran gehe ich einkaufen. Mileys Futter kaufen oder erstmal mit der Kleinen rausgehen und dann das Futter kaufen, kochen. Steht einiges auf dem Plan heute. Und das Video hatte ich online gestellt für heute Morgen. Ja, genau, aber den Vlog muss ich noch schneiden von gestern. Und das wird auch lange dauern, weil da viele Dinge drin sind. Die sind noch die ganzen Videos von gestern mit drauf. Die muss ich erstmal alle löschen, sonst habt ihr da ja ein Video von mir, was ich eigentlich getrennt gefilmt habe oder hochgeladen habe, dann nochmal im Vlog mit drin. Da muss man immer richtig aufpassen. Das mache ich gleich. Und ja, damit bin ich dann auch nochmal beschäftigt, bis ich damit fertig bin. Das ist sicherlich wieder 12 Uhr oder so. Ich lege euch in der Zwischenzeit mal in den Akku, dann habe ich zumindest den schon mal wieder vollgeladen. Mein Mützchen ist auch noch nicht fertig für das Baby. Also ja, noch einiges zu tun. Miley guckt auch ganz, was macht sie jetzt, ne? Was hat sie vor? Kannst du dich nicht einfach hinsetzen und nichts machen? Der, mein Hund, guckt ganz erwartungsvoll, was ich jetzt mache. Eingezogenen Ohren. Naja, ich mache euch an den Akku und dann werde ich meine Küchenarbeit. Das Nachbarzimmer hier macht da weiter und nur so ein bisschen drüber saugen, weil das habe ich ja, ich habe die Schuhe noch nicht weggenommen, das mache ich dann nachher. So, jetzt esse ich erstmal was. Wie gesagt, ihr steht hier im Akku, bleibt auch erstmal dran. Habe mir hier so ein bisschen vorläufig so nicht so liebevoll was recht gemacht. Ja, und dass ich ein bisschen was im Magen habe, ich habe eigentlich keinen Hunger. Die Heizung, ne, die pumpt hier. Ich mache die mal wieder aus. Ist nur auf 1, aber echt, ich halte das nicht aus, ne? Ich mache sie mal wieder aus. Den bringe ich mal gleich nach draußen und genau, dann esse ich erstmal was. Hab euch doch mal mit hier zu meinem Essensplatz genommen. Und werde jetzt ein bisschen hoch, funktioniert nicht, und werde ein bisschen mit euch zusammen essen. Also wirklich, wie gesagt, Hunger habe ich nicht, aber ein bisschen was wäre nicht schlecht. Der Hund ist natürlich mit dabei. Ja.
Tja, als würden die Hunde immer auf Vorrat fressen müssen, ne? Also, dass die immer betteln müssen. Ja. Naja, man kann es ihnen ja abgewöhnen. Haben wir nicht gemacht, oder ich nicht. Nein. Wetter ist ganz schön, muss ich sagen. Die Sonne ist so ein bisschen rausgekommen. Aber kalt, glaube ich. Aber zum Sonnen ist auch nicht. Also so blaue Zipfel sind am Himmel. Im Moment mehr blau als Wolken. Ich habe keinen Hunger, ne? Ich sag's euch. 9:55. Relativ früh noch, morgens in Deutschland. Satagatsis ist gestern rausgekommen, die neue Folge. Die werde ich mir heute im Laufe des Tages sicher mal so schnipselweise angucken. Oh nee, vor der Kamera essen ist, glaube ich, nicht gut. Bis naja. Ich bin hier wieder an meinem Akku dran, der ist echt total alle jetzt. Und ja, ich habe ein Video eben wieder abgedreht und ein paar Fragen beantwortet oder zumindest eine ganz dringende Frage, die musste ich schnell beantworten und die war es mir wert, ein ganz tolles Thumbnail dafür im Kopf zu haben. Nein, auf jeden Fall gehe ich jetzt mit Miley raus. Es ist 12:30 wieder, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe gar nicht viel gemacht und außer wieder irgendwas für YouTube. Und ich muss ja noch mal dieses Futter kochen, weil sie hat heute nichts mehr. Es ist wirklich alle, hatte ich heute Morgen, glaube ich, erzählt. Deswegen gehe ich zu Penny und werde mal 2 Packungen von dem Hähnchen kaufen, dass ich ein bisschen mehr Vorrat dann kochen kann. Und weiterhin werde ich das Video gleich schneiden. Dafür reicht mein Akku nicht, sonst hätte ich das gemacht. Ich muss aber eigentlich noch was anderes drehen und dafür, und das andere, mein Videoprojekt, das liegt alles auf Eis, ne, ich sag's euch. Naja, egal, genau, ich gehe jetzt einkaufen, würde ich sagen, und alles andere muss erstmal stehen bleiben, ich muss das Futter kochen, sonst hat Miley nachher Hunger, das wollen wir ja nicht. Hier, mein Lieben, ich habe gerade meinen Joghurt geöffnet, den ich gestern Abend gemacht habe für mein Video. Aber ob das was geworden ist, das müsst ihr in meinem Video anschauen. Ich verrate es da, ich sag's euch. Ich habe mich daran erinnert, als ich den Joghurt aufgemacht habe, warum ich das damals nicht jedes Mal wieder, also warum ich es nicht immer selber gemacht habe. Das hat nämlich etwas, was mich daran gehindert hat, warum ich es damals weitergemacht habe. Ich habe das total vergessen, aber jetzt, wo ich das Ergebnis sehe, erinnere ich mich natürlich wieder. Und für alle die Leute, die wissen, wie man das vermeiden kann, warum das mit dieser Fertigmilch zu diesem Ergebnis führt, da wäre ich dankbar für eure Hinweise, wenn ihr mir die drunter schreibt. Also ja, na gut. Ich sag's euch. Und das, normalerweise haben wir die immer in der Türkei immer nur so über Nacht liegen lassen, ne? Und jetzt ist ja schon fast, also es ist ja jetzt eins, es ist schon anderthalb, also ne, viel zu lange eigentlich schon. Na gut, seid gespannt. Aber ne, es ist, das Video sich anzuschauen ist wert. Also das könnt ihr gerne machen. Gehen wir uns mal an. Hier habe ich gestern so ein bisschen alles, ja, so ein bisschen aufgeräumt. Wo ich jetzt diese Dinger da hinstellen soll, weiß ich nicht. Einer kann ja gern da im Badezimmer bleiben, aber der andere ist jetzt einfach überflüssig. Ich glaube, ich tue den ganz hinten, entweder hier ins Lager oder nach oben in mein Mütze. Und dann können da noch ein paar Sachen mit rein. Oder ich tue die Schuhe, die alten Schuhe, die jetzt da noch stehen, da rein. Das würde auch hinkommen. Genau, das werde ich mal so machen. Die Schuhe bringe ich jetzt nach oben oder nachher. Jetzt gehen wir erstmal mit Miley raus und dann einkaufen. Den Pullover habe ich hier auch einfach hingefeuert. Ja, da bin ich sehr schnell dabei, die Sachen einfach so in die Ecke zu schmeißen. Den wollte ich nach oben bringen und ja, Miley und ich gehen jetzt, wie gesagt, raus. Ich ziehe dafür meine dicke Winterjacke an, die schwarze Jacke, und werde einfach jetzt einmal den Spaziergang mit ihr erledigen und einkaufen. Habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, ne? Okay. Ja, komm. Komm, ja, komm, 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 komm. Ja. Jawohl. Willst du zurück? Willst du zurück? Ja, komm her. Komm her. Mal hier. Ja, fein. Fein. Ja.
Und ich ziehe mal wieder an die Leine, ne? Jo. Mit einer Hand geht das schlecht. Ganz schön kalt in Deutschland. Kirchenglocken wieder. Dann kommt die Leine ins Verkehr. Komm hier. Marlene. Nein? Den habe ich überhaupt nicht gehört. Ich bin echt taub geworden, ne? Der kam hinter mir. Mensch, das hätte ich doch hören müssen. Und mit den Flaschen da hinten dran. Ich bin taub, ich bin taub. Habt ihr was gehört? Miley hat es gehört. Die guckte ja schon so. Die guckte ja so. Dann, Leute, ja, ich hab sie an der Leine, ein Glück. Fahrradfahrer mag sie nicht. Ja, da willst du natürlich rein, ne? Da ist Fleisch drin. Da ist Fleisch drin, ne? Ja, da willst du rein. Oh. So, dann die Hausschuhe anziehen. Und die dann hin. Oh, da. Okay. Einmal. Zweimal. So. Und mein Korb. Hätte eigentlich schon fast ein Haul werden können von den ganzen Sachen, die ich wieder gekauft habe. Aber ein Glück. Miley hat richtig Glück, oder ich, viel mehr als diejenige, die das bezahlen muss. 4,99 hat das XXL Hähnchen Schenkelkram gekostet. Jedenfalls glaube ich das. Ich habe den Bon mit. Ich gucke mal eben, ob das auch wirklich 4,99 war. Weil wie viel Gramm sind das? Moment, das sind ganz genau 2,5 Kilo. Lass mich mal eben gucken. Ja, 4,98 €. XXL, 2,5 Kilo. Also das ist doch mal toll für Marlene. Das reicht dann, weiß ich nicht, 2,5 Wochen bestimmt oder wenn nicht 3. Und Möhren, und ich glaube, die haben 1,30 € gekostet. Tee, Winterzauber. Den probieren wir heute Abend mal aus, ob mir der schmeckt. Da ist Zimt drin. Und ja, schauen wir mal, ob da alles in Ordnung ist dann. Ich habe ja gestern Bauchschmerzen bekommen und ich hatte ja den Winterpunsch gekocht und habe da sehr viel Zimt reingemacht. Ich, naja, mal gucken. Ich habe endlich schwarzen Pfeffer gekauft, 2 Butter, weil ich Plätzchen backen wollte. Mal gucken, ob ich das heute auch noch mache. Mal schauen, wir wissen es nicht. Heidelbeeren, die würde ich gern mit dem selbstgemachten Joghurt essen, wenn er denn was geworden ist. Das wissen wir ja noch nicht so genau. 1 € haben die nur gekostet. Es hat sich auch sehr wenig drin, ich glaube, ja, 125 Gramm. Nochmal Hähnchen-Salami, einmal Babyöl, das hatte ich gestern auch nicht geholt von, oder vorgestern von Penaten, nee, gestern, ne, intensiv Pflegeöl braucht man ja auch, ne? Das ist so ein Käse, der ist so ein bisschen so ähnlich wie der scharfe Stinketilsete, aber überhaupt kein Vergleich, aber so ein bisschen würzigeren Geschmack. Hat der Alt-Mecklenburger 302 Gramm mit 2,41 €. Naja. Und Quark für Miley. Das war's. Und jetzt gehe ich sofort an mein Kochding, um Mileys Futter zu kochen, weil es ist schon wieder 2:30, ne? Ob man es glaubt oder nicht. So, das können wir mal alles mal jetzt hier in den Kühlschrank. Und dann beginnen wir gleich mit der Futterkocherei. So. Ja, mein, ich koche das jetzt alles. So. Wenn mal Licht an, dann könnt ihr ja ein bisschen näher zu mir ranrücken. Ihr seid jetzt hier auf meinem großen Stativ. Dann sieht man mich wahrscheinlich nicht so richtig, aber es könnte klappen. Genau. Hände waschen einmal. Desinfiziert hatte ich schon.
noch bis zum 30. haltbar sein, deswegen darf da eigentlich nicht viel passieren. Ruhig. So, ein bisschen eng hier, ne? Tja. Das ist ja doof. Mein Topf doch wieder zu klein. Oh, ihr seht ja gar nichts. Ja, mein Topf wieder zu klein, ne? Der große. Ein bisschen kocht das ja noch zusammen alles nachher. Mal schauen. Hände waschen nochmal. Was esse ich heute? Ich weiß auch. Vielleicht von den Kartoffeln und Reis ein bisschen, was da jetzt gerade kocht mit dem Hähnchen. Ich weiß nicht. Naja, mal schauen. Ein bisschen werde ich vielleicht von Mailis Futter mit essen. Das muss jetzt erstmal kochen. Und wir sind soweit mit unserem Talk durch. Und dieses Stativ mal wieder. Ich muss ja noch ein Video drehen von der Aus der Beauty-Reihe. Das werde ich auf jeden Fall versuchen heute noch zu machen. Und ja. Genau, sehen wir uns später wieder, wenn das Hähnchen fertig gekocht ist. Und ich wollte irgendwas noch sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Egal. Ich bin jetzt hier schon mal dabei, die Wurzeln zu schneiden und die Kartoffeln. Ja. Außerdem am Überlegen, wie ich das mit dem Video mache jetzt. Dafür muss ich nämlich einige Vorbereitungen treffen und ja, dafür brauche ich einfach hier mehr Platz. Ist alles jetzt hier wieder voll mit Sachen, die ich jetzt eigentlich da nicht gebrauchen kann. Auch zu klein, viel zu klein, ich weiß auch nicht. Ich werde das in einem extra Topf kochen müssen, wahrscheinlich. Genau, das wollte ich ja nicht. Aber ich mache das alles in den großen doch noch rein. Der ist aber schon so alt und hat schon unten so ein paar Stellen, die wo die Beschichtung ab ist. Das will ich eigentlich da nicht mehr kochen können. Kartoffeln noch.
wollte mir vorhin einen Kartoffelschäler kaufen, weil ich glaube, der hat bei Edeka so um die 4 Euro oder so gekostet. Habe ich dann doch nicht gekauft. Dann wollte ich den nämlich bei Penny kaufen und da habe ich ihn wieder vergessen heute. Ich meine, da hätte er nur 2 gekostet, aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Habe ich vergessen und ja, deswegen muss ich jetzt hier mit der Hand wieder mit dem Kartoffelschälmesser arbeiten. Ja gut, ich langweile euch nicht weiter. Ich werde jetzt hier das Futter weiterkochen und wahrscheinlich die Hähnchen da rausholen, wenn sie durch sind, und dann die ganzen anderen Sachen da in dem Hühnchenwasser weiterkochen. Ich habe jetzt den ganzen restlichen Dudelreis da reingemacht, der ja so matschig war. Und ja, ein bisschen mal davon noch rein. Ich glaube, das reicht jetzt. Hoffe ich. Ja, lass mir die hier da rausholen. Das Gemüse passt da natürlich nicht mehr rein, deswegen habe ich es extra hier im Topf. Kartoffeln und Karotten. Das ist voll beschlagen hier, die ganzen Scheiben. Ich habe wieder Fenster aufgemacht, Heizung aus. Und jetzt lasse ich das kochen. Ich bin aber überlegen, ob ich das Video jetzt hier anfangen soll oder oben. Aber wenn ich das oben anfange, muss ich warten, bis das zu Ende ist, damit mir der ganze Salat dann nicht überkocht. Naja. Du, was willst du denn? Du, was ist los? Hä? Was ist denn? Ich weiß denn? Ich weiß. Hä? Was willst du? Wo wollt ihr denn? Hä? Die will ihr Futter haben, glaube ich. Ich glaube, die will, dass ich aufstehe und ihr das Essen gebe. Hä? Ja? Was? Das muss erst mal kochen, Meili. Das muss erst mal kochen. Das muss erst mal kochen. Ja. Na was? Ja was? Was ist los? Ja was denn? Ja was? Ja. Ich habe mich hier hingesetzt, will einmal kurz meinen Kaffee trinken. Und dann ärgert sie mich. Ich sage auch, steh auf. Steh auf und gib mir mein Futter. Hm? Ja, es riecht hier alles nach Hähnchen, ne? So schön riecht das jetzt hier nach Hähnchen. So schön riecht das nach Hähnchen. Du, mein... Na komm her. Na komm her, fein. Na fein, komm her. Na fein, na fein, na fein, na fein. Nicht Pipi machen. Nicht Pipi auf meinem Sofa machen. Ja, ja, fein. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Jut, siehst du, Meili. Nicht Pipi machen. Wehe, du machst Pipi auf meinem Sofa. Wehe. Aber ich habe ja meinen tollen Bissell-Waschsauger, ne? Dann kriegen wir das jetzt alles wieder weg. Alles geht damit weg, ne? Na komm runter, komm, komm runter, los. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier dabei, mein Rezept zu kochen, habe das Intro schon gedreht oben und werde jetzt gleich weiter experimentieren. Genau. Ich rede wieder, nicht angemacht. Ich habe gesagt, dass hier alles schon ganz weihnachtlich in der Küche wieder riecht, weil ich jetzt wieder hier Experimente gemacht habe. Genau, aber ich habe mein Futter auch in der Zwischenzeit schon auf einen Teller gebracht. Dann kann das nämlich abkühlen und das Fleisch ist fertig. Das Gemüse auch, das muss auch abkühlen. Das gebe ich, wenn das so ein bisschen kälter ist, auch auf... ja, auf so ein großes Blech, dann kühlt das noch schnell aus, weil es soll natürlich heute auch eingefroren werden. Habe ich überhaupt genug Frühstückstüten? Oh mein Schreck. Ich habe nur noch die und das reicht nicht im Mindesten. Ich habe natürlich noch Müllbeutel, aber die will ich jetzt dafür ja nicht benutzen. Oh nee, ich habe keine Tüten mehr. Doch, ha! Habe ich noch. Okay, alles zurück, alles klar. Sonst hätte ich nochmal einkaufen gehen müssen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber ich habe keine Lust. Genau, jetzt kriegt Meili nochmal ihr Futter. Die steht hier schon bereit und hofft. Ich habe die Tür nämlich auf. Jetzt muss sie natürlich auch immer Wache halten. Und werde ihr jetzt mal ihr Futter geben. Dann ist die schon mal satt. In der Zwischenzeit kann es ein bisschen lüften im Wohnzimmer. Und Meili kriegt ihr Fressen. Ne? Ja. Ja, ich weiß, es schmeckt richtig lecker. So, ein bisschen Hähnchen würde mir tatsächlich auch nicht schaden, wenn ich das essen könnte. Aber da ist ja jetzt noch nicht mal Salz dran, ja.
Werkzeug. So, das ist sicherlich auch viel zu viel für dich, Hund, aber einmal darfst du mal alle ein bisschen mehr essen. Deinen Napf habe ich heute Morgen sauber gemacht. Genau, ist alles ready. Manchmal lasse ich das Napf nämlich morgens noch mal in der Spüle immer ein bisschen einweichen, weil das nicht abgeht. Sieht ein bisschen eklig aus. Ich weiß, ich kann euch jetzt aber auch nicht ausmachen. Ist ein bisschen mehr als sonst, weil sie liebt das ja, ne? Frisch gekochtes Essen. Könnt sie sich reinlegen. Das ist jetzt auch schön viel Hähnchen drin. Ja, so richtig eine extra Portion, ne? So fast ein Hähnchenschenkel. Muss nur aufpassen. Ja, ich matsch das so, weil ich erstmal möchte, dass sie auch das Gemüse isst. Und zweitens habe ich Angst, dass da ein Knochen drin ist. Den dürfen Hunde ja nicht. Hähnchenknochen splittern und können den Darm verletzen. Genauso wie Lamm. So. Ich glaube, ist alles gut. Das gebe ich ihr dann und muss euch einmal ausmachen. Ja, mein Video ist abgedreht. Und ja, jetzt muss ich noch überlegen, ein Thumbnail zu erstellen. Dafür bräuchte ich eigentlich ein paar Zutaten, die ich jetzt alle verbraucht habe. Das muss ich noch mal eben schnell machen und dann gehen wir nach unten. Ich habe euch vorhin hier an meinen Kühlschrank gehängt, dieses runde kleine Ringlicht, was wir vor kurzem gekauft hatten bei Amazon. Das stand ja hier immer neben der Spüle im Weg so doof und hat mir eigentlich gar nichts genützt. Jetzt habe ich das hier oben an den Kühlschrank ran mit so Fäden befestigt und das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. So können wir alles beobachten. Ich kann euch hin und her schieben und auch das Licht am Abend ist auf jeden Fall richtig gut, aber wenn ich jetzt Videos machen wollen würde, oben oder so, da reicht mir das Licht nicht aus. Ja, ich habe extra für mein Video mal wieder Lippenstift aufgelegt. Mein rosa Lippenstift von, oh, der ist schon ewig alt. Der ist aber auch fast alle. Jetzt muss ich mal meine Experiment-Sachen hier beseitigen, die ich hier alle seht. Ich kann euch jetzt richtig schön überall hinschieben. Muss ich jetzt alles abwaschen, damit das jetzt sauber ist. Miley hat ihr Futter gefressen und das machen wir nachher. Deswegen, ja, ich könnte auch nachher abwaschen. Wenn ich das mache, dann kann ich das auch abwaschen. Dann muss ich nicht so viel Wasser verschwenden. Aber was ist denn die Wolfsmama jetzt? Ein bisschen Hunger habe ich ja, ne? Aber mir ist erstmal kalt. Ich wische mir den Lippenstift wieder vom Mund und dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Es ist auch schon dunkel geworden, Leute. Es ist echt dunkel geworden. Und Miley, die liegt schon in ihrem Körbchen. Die müsste, glaube ich, auch mal wieder raus. Aber wenn es jetzt Nachmittag wäre, so im Sommer, würde ich noch mal schön mit ihren tollen Spaziergang machen. Aber so da im Dunkeln rumlaufen, nee. Ich bringe sie noch mal gleich raus, dann kann sie ihr Geschäft erledigen. Ja, jetzt habe ich einmal das Joghurt-Video abgedreht und ich habe dieses Beauty-Video abgedreht. Und ich hatte heute Morgen noch mal ein Q&A gemacht und dann wollte ich eigentlich noch eins drehen. Schaue ich mal, ob ich das nachher noch mache. Es wird jetzt, denke ich mal, so 5 Uhr sein. Wir essen heißen Kaffee und dann mal gucken, ob ich das noch drehe. Miley habe ich jetzt rausgebracht und ich habe meine Jacke oben gelassen, aber das ist gar nicht schlecht. Da habe ich nämlich jetzt diese Dicke angezogen. Boah, ist das kalt. So kalt ist das eigentlich gar nicht, aber es ist mir jetzt kalt. Ich habe nämlich die ganze Zeit das Video oben nur mit diesem einen Pullover gedreht und habe mir ja auch dann die Haare nass gemacht und alles Mögliche. Und seht ihr eigentlich eine Veränderung an meinen Haaren? Irgendwas anders als noch vor 2 Stunden? Wenn ja, dann ist was passiert. Wenn nicht, dann ist hier viel passiert. Stumpfer finde ich das ein bisschen, ne? So ein bisschen stumpfer, aber ja. Naja, schaut mein Video. Langsam kriege ich Hunger und ich werde schon wieder müde. Oh, das wollte ich auch noch mal alles da raus, damit es kalt wird. Es ist ungefähr 5:30. Das werde ich mal eben machen, damit das tatsächlich auch kalt wird, weil sonst ist es ja auch nicht fertig. Nachher bleibt das da heiß. Ah ja, ist natürlich gut, wenn ich mir hier rausflutscht und mein Handy kaputt geht. Das will ich ja jetzt nicht. Gut, ich nehme dafür nämlich immer dieses Blech
dafür auch das andere. Ich weiß aber nicht, was ich damit gemacht habe. Wo habe ich denn meinen Löffel hin? Weg. Das ist ja doof. Mann. Das. So ist ganz gut, ne? So könnt ihr ganz gut gucken. Auf der darauf. Dann kann das nämlich kalt werden. Ich fürchte aber, ich habe schon wieder zu viel Reis gemacht für die Menge an Fleisch. Hier mal, ich krieg's jetzt aber nichts. Und das ist aber, glaube ich, schon kalt. Ja, das ist kalt, das kann so bleiben. Ja, und außerdem würde ich dann auch mir jetzt was zu essen machen wollen. Ich habe nämlich echt Hunger. Wenn ihr gleich weg seid, wisst ihr Bescheid, der Akku ist alle. Abgewaschen habe ich ja auch noch nicht, weil ich darauf warte, dass das da fertig wird. Hier ist alles hier. Mein Teller ist nicht richtig abgewaschen, ne? Das ist ja der Grund, warum ich immer alles abspüle, weil ich im Abwaschen kann schon mal sein, dass da ein bisschen was noch drauf bleibt. Naja, gut. Also ich nehme mir jetzt hier so ein bisschen. Da das alles ohne Salz ist, ist das natürlich nicht so lecker wahrscheinlich, aber egal. So ein bisschen davon, ein bisschen Reis und ein bisschen Hähnchen wäre auch nicht schlecht. Ne? Maili, gibst du mir was ab? Ein bisschen kriege ich ab, ne? Von deinem Hähnchen. Genau, so ein bisschen wenigstens, dass ich auch ein bisschen Fleisch ab und zu mal habe. Und dann werde ich mir da Salz drauf machen. Und, weil es ist ja völlig salzlos, ich habe nichts reingemacht an Gewürzen. Und werde mir das dann zu Gemüte führen. Vielleicht mit ein bisschen Ketchup oder so. Heute habe ich Heinz Ketchup Curry bei Penny gesehen. Aber so als Sonderposten, glaube ich, als Angebot irgendwie so. Habe ich aber nicht mitgenommen, weil ich habe ja noch den anderen Ketchup. Der muss ja auch alle werden, ne? So, ein bisschen Ketchup und Mayo mache ich auch drauf. Und dann, dann muss das reichen für heute. Vielleicht noch eine Gewürzgurke oder so. Ich tue das mal hier hin. Da. So. Eine Gewürzgurke mache ich auch noch rein. Video jetzt abgedreht und werde mir jetzt die Fingernägel einmal hier schön in dem Licht mit euch zusammen machen. Ja, hängen wir noch ein bisschen hier. Feilen, ja, aber ich habe jetzt hier nichts zum Feilen, also egal. Ich glaube, die sind auch von den ganzen Saubermachen hier überall nicht ganz so sauber, die Fingernägel. Von dem ganzen Saubermachen hier immer. Ich werde jetzt versuchen, nur eine Schicht zu machen, weil letztes Mal hatte ich ja zwei gemacht und das mochte ja mein Nagellack nicht. Der ist mir ja aufgeweicht und wapschig geworden. So. Und dann gehe ich nach unten. Oder ich schminke mich schon mal ab mit euch, das könnten wir auch machen. Ich muss aber noch, oh nein, ich wollte Mailis Futter jetzt machen. Oh, nee, das habe ich jetzt nicht bedacht. Dafür brauche ich ja meine Fingernägel wieder, wisst ihr? Meine Finger meine ich, nicht meine Fingernägel. Und ja, das, dafür muss es ja jetzt richtig durchtrocknen einmal. Hm, Mann, hätte ich ja vorher machen können. Naja, egal. Umso wichtiger, dass ich jetzt hier schön dünn arbeite. Aber hier sieht man ja jetzt alles richtig gut durch das tolle Licht.
Meili hört auch ihren Namen. Tr, 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 kommt sie da hoch. So. Okay. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt muss ich nur noch stillhalten, damit mir das jetzt nicht wieder alles verwischt. Und was kann ich euch so lange denn erzählen hier? Weiß ich auch nicht. Kann noch nichts ausprobieren mit den Fingern. Weil ich will ja den anderen hier jetzt auch noch machen, bei dem schönen Licht hier oben. Den Überlack. Die bellt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Aber da ist gar keiner. Ich habe eben mein Video auch ganz schnell beendet, weil ich dachte, da kommt jetzt jemand. Aber ist gar keiner gekommen. Ich wollte ja auch noch hier das mit euch zusammen unboxen, meinen Schmuck. Aber das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ne? Habe ich jetzt auch keine Lust zu, muss ich ehrlich gestehen. Warum bellt der Hund? Tja, man weiß es nicht, ne? Ich nehme das mal alles mit runter und dann machen wir das alles hinten. Oh, hatte ich dich gar nicht an. Den hatte, glaube ich, mal meine Tochter. Meine Tochter, meine Enkelin benutzt. Ist da überhaupt noch was drin? Ja. Oh, der riecht herrlich. Von today. Den wollte ich doch wegschmeißen. Wieso ist der immer noch hier? Den habe ich immer aus China irgendwo bekommen. Keine Ahnung. Ist der noch? Ja, der funktioniert aber noch. Oh, der riecht aber eklig. Oh, der riecht aber eklig. Oh. Mal ausprobieren. Wenn wir hier schon so dumm rumsitzen und nichts machen, ne? Das ist dreckig mit Hundehaaren. Wie wische ich das jetzt ab? Ohne dass ich meine Fingernägel. So. Miley. Das ist sicher so ein Lipstick. Der nachher nicht wieder abgeht, ne? Und ihr seht ja gar nichts. Gut, den lassen wir mal hier. Der funktioniert ja noch und ich glaube, der ist ein bisschen knallig, ne? Für Wolfs Mama. Jetzt machen wir mal den Überlack hier drüber. Ich glaube, das ist trocken. Ja, da ist noch ein bisschen. So.
Erzählt die überhaupt was? Bisschen, ne? Schöner Weihnachtslack ist das, muss ich sagen, so für Weihnachten. Passt, finde ich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Füße stillhalten, damit der auch noch trocknet. Das machen meine Lippen. Boah, die kleben. Ja. Hat auch nicht gut gemalt, wie ihr seht. Kann man da nochmal nachmalen? Oh nee. Jetzt habe ich da einen Fussel drauf. Oh Mann. Ach, das ist sehr ärgerlich. Wie kriege ich das jetzt ab? Toll, jetzt ist mir das verwischt. Ja, das ist halt, wenn man die Füße nicht stillhalten kann. Ich gehe da nochmal rüber, mal gucken. Letztes Mal hat das geklappt. Ja, diesmal sieht es aber nicht gut aus. Mann. Oh shit. Tja, was soll's. Egal. Egal. Das machen wir wieder ab. Geht er nicht ab? Geht nicht ab. Ja, dann muss ich jetzt warten. Ne, jetzt habe ich mir das schon wieder verwapscht. Seht ihr? Ach, mach ich das ab? Geht das wenigstens ab? Ha, das geht damit ab. Guck mal. Aber nicht richtig. Egal. Mach ich nochmal drüber. Egal. Bin aber auch ein Idiot. So, jetzt mache ich da aber keinen Überlack drin, weil der ist relativ dick wieder geworden. Das lasse ich jetzt einfach so austrocknen. Ich habe keine Lust hier rumzusitzen. Ich gehe jetzt runter. Nee, egal. Was mache ich mit meinen Lippen? Wie gehen die wieder ab? Ich nehme mir mal. Ich nehme mich nicht. Sonst wapsche ich mir wieder was voll. Nicht so viel anfassen jetzt hier. Licht aus. Bin da schon wieder dran, ne? Egal. Lass hier alles aus. Alles gut. Okay. Miley wartet. So, mein Lieben, ich habe das jetzt alles soweit hier fertig gemacht. Ich habe den letzten Reis habe ich hier noch reingegeben. Ich habe das Gemüse reingemacht. Ich habe das dann alles zusammengemischt, habe das Fleisch von den Knochen getrennt, habe das dann schon mal hier in eine Tüte gepackt, damit ihr schon mal so seht, wie ich das immer mache. Aber ihr wisst es ja eigentlich, ich mache das ja andauernd. Trotzdem wollte ich das nochmal eben so zeigen. Miley, die erhofft sich natürlich wieder was. Und ich würde mich jetzt richtig gern von euch verabschieden. Wünsche euch noch eine schöne, gute Nacht und ja, bis morgen. Macht's gut. Nägel so einigermaßen wieder trocken. Und jetzt würde ich aber ganz gerne mal meinen Lippenstift abmachen. Das mache ich jetzt mal mit Öl, weil das geht nicht ab. Das Zeug geht nicht ab. Geht das jetzt ab? Auch nicht so wirklich, ne? Na? Geht, glaube ich. Ach, Leute. Bitte. Geht auch nicht ab. Doch, ein bisschen.
Ja. Mei, die steht die ganze Zeit vor der Tür und läuft die uns noch mal raus. Machen wir mal eben. Ja, und dann, meine Nägel sind noch nicht ganz trocken. Wenn die jetzt trocken wären, würde ich da jetzt das Futter in die Tüten packen und das einzufrieren. Aber ich habe Angst, dass mir der Nagellack durch das Fett abgeht. Deswegen warte ich noch eine Stunde oder so. Ich würde mich jetzt aber ganz gerne von euch schon einmal verabschieden. Es ist wieder richtig lang geworden. Ja, das liegt da alles noch, weil ich ja warte, dass ich das auch noch mal rausholen kann, damit ich das dann zusammen in einem Abwasch erledige. Sonst ist, ich kann das ja nicht ab, ne? So ganze Sachen da rumliegen, aber